Anfang Mai 2022 verließen wir La Paz, um unseren Weg nach Puerto Peñasco in den Nordosten des Sea of Cortez anzutreten. Gute 600 Meilen und unzählig gut geschützte Ankerbuchten. Eine grandiose Landschaft und eine unglaubliche Tierwelt sowohl über als auch unter Wasser lagen vor uns. Und dafür hatten wir ungefähr 2 Monate Zeit, denn Anfang Juli wollten wir in der Bootswerft ankommen. Wahnsinn! Das ist ja mal krass. Nachdem wir La Paz verlassen hatten, segelten wir mit dem seit Ende April vorherrschenden Südwind entlang der Baja California gen Norden. In den ersten Wochen erkundeten wir vor allem die Welt über Wasser. Wir unternahmen unzählige kleine Wanderungen in dieser farbenprächtigen Landschaft. Unter anderem erklommen wir die roten Felsen von Puerto Los Gatos. Ich gucke den Schuh mal an. Ein bisschen was dran. 3 Stunden später. Du musst ja auch immer irgendwelche Berge hoch. Anstatt dass wir nur am Strand spazieren gehen, da würde sowas nicht passieren. Also das ist ja mal Conny, weil du hast heute vorgeschlagen, wir gehen mal zu dem Kreuz. Ja gut, das ist wohl wahr. Ich kenne, du hättest uns das vorgeschlagen. Ich wollte dir einen Gefallen tun. Irgendwo da vorne ist unser Ankerplatz. Es ist eine Mini-Bucht, wo gerade ein Boot reinpasst. Der ist frei. Aber sieht schon ziemlich abenteuerlich aus. Boah, gucken wir mal, ob er gemütlich ist oder nicht. Nora hat da was aufgetan hinter so einem dicken Felsen. Ich hab das aufgetan. Viel Platz hat es da nicht, aber mal gucken. Sieht doch mega geschützt aus. Voll cool. Juhu, und wir sind ganz alleine. Da passt anscheinend auch nur ein Boot rein, also von daher. Da passt also wirklich nur, naja gut, noch 2 Boote, wenn die sich lieb haben. Oh, haben wir ein Glück, dass hier noch kein Schiff lag. Es ist krass. Und wir im Reinfahren echt ein Riesenbereich dunkel. Ich wusste nicht, was ist das. Dunkel heißt normalerweise tiefer, aber nicht braun oder riffig. Aber da kommt man näher und alles voller Fische. Millionen Fische. Und jetzt auch hier vor unserem Bug. Millionen kleine Fische. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Also. Oh.
wo der Wind hierher kommt. Jetzt fängt irgendwie ein bisschen Wind an und ist ziemlich böig. Das ist lustig. Letztendlich entschieden wir uns, vor Bug und Heckanker zu legen. Das Ufer fällt hier ziemlich steil ab und der Wind wechselte aufgrund der Berge ständig seine Richtung. Wir fuhren unseren Buganker Richtung Land ein und mit dem Heckanker hielten wir das Schiff nahezu an Ort und Stelle. So lagen wir hier super sicher und wunderbar geschützt für die kommenden 2 Nächte. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. 1,5 Kilo Fisch gefressen. So was ich nichts mehr kriege hier heute. 1,5 Kilo. Ja, die fressen ja bis zu 2 Kilo Fisch, hat mir die Nora erzählt. Nora hat das gelesen. Wahnsinn, gell? Ja, ich finde das schon Wahnsinn. Vor allem bei den vielen Billigkeiten, dass überhaupt noch Fisch da ist. Anscheinend haben wir unser Feuer genau am Schlafplatz von Pelikan Moritz errichtet. Hast du ihm jetzt einen Namen gegeben? Ja. Okay. Ah, der Arme. Er ist sogar wieder wach gewesen. Jetzt versucht er wieder zu schlafen, aber ich glaube, so ganz wohl ist ihm nicht im Gestank. Du weißt genau, dass er da gewärmt wird, lange noch, wenn die Sonne schon ganz lange weg ist. Deswegen hat er sich Platz ausgesucht. Ein bisschen Geräuchere, nein. Zwei, dreimal ins Wasser springen und Fisch fangen, dann ist das Geräuchere wieder weg. Es gibt doch bestimmt andere Steine, wo er schlafen könnte. Also, Steine hat sie genug. Unglaublich, wie er da sitzt. Dann sieht sogar dein Ankerlichtpunkt von der an. Hago war wieder mega fleißig und hat sich in seinen Nähkünsten ausgelebt. Er hat ja vor 3,5 oder 4 Jahren ungefähr diese Seitenspannungen hier für unser Cockpit gemacht, für unsere sämtlichen Leinen. Und leider sind die nach 3,5 Jahren jetzt komplett ausgerissen, aufgrund von diversen Fehlern, die gemacht wurden. Es fängt an bei dem Stoff, den wir gewählt haben, aber natürlich auch die Sonne, das Salzwasser, alles, das zerstört alles irgendwie voll krass und unglaublich. Ja, also nochmal dazu mit der Sonne. Die Sonne und das Salzwasser ist also das Extreme. Das ist eigentlich schon Persenningstoff gewesen. Er ist auch so stabil, wo die Sonne nicht hingekommen ist und was immer im Schatten war, da ist es stabil, da zerreißt es auch nicht. Aber da, wo die Sonne draufgeballert ist, die ganze Zeit, das ist schon wie Papier. Man kann das hier jetzt mittlerweile so zerreißen. Es fällt auseinander. Und es ist also wirklich ganz krass. Und wie gesagt, da wo keine Sonne hinkommt, hier, da ist es so stabil, da reißt man nichts kaputt. Das ist wirklich Sonne und Salzwasser. Und dann habe ich dann hier das an einzelnen Dingern aufgehängt, an den Drahtseil, auch nicht optimal. Das Neue ist jetzt mit einer durchgehenden Leiste. Ich werde auch hier ein Rohr drüber ziehen, weil ich später vorhabe, eventuell auch noch die Reling neu zu machen, mal mitten im Rohr. Aber auf jeden Fall wird da ein bisschen was optimiert. Und auch hier unten eine feste Befestigung hatte ich zu Anfang. Dann kam hier eine Welle rein. Das passiert schon mal, wenn ein bisschen stärkerer Wind ist und schwerer See. Dann kommt hier eine Welle rein. Die Welle ist hier so stark und hat dann hier unten alles ausgerissen. Dann hatte ich das da schon mal neu angenäht. Habe das dann hier mit Klett gemacht, dass das Klett aufgehen kann. Auch das habe ich jetzt bei dem neuen optimiert. Aber das zeige ich dann, wenn der neue dann sitzt. Einmal so zur Ansicht. Was wir jetzt genommen haben, diesen schönen, teuren Stoff,
kostet natürlich das Dreifache, wie was sowas kostet. Und hält hoffentlich aber auch dreimal so lang oder nicht sogar noch länger. Das werden wir dann und sehen, das muss ich erst noch zeigen. Ja, ja, aber es ist schon so, jeder schwört auf Sunbrella und jetzt haben wir entschieden, jetzt nehmen wir auch Sunbrella und haben, konnten es hier in Mexiko zu einem guten Preis erwerben und daraus machen wir jetzt die wichtigsten Sachen eben neu. Ja gut, also das ist dann jetzt hier die Tasche, hängt dann nachher da oben drin, das sind meine neuen Taschen. Und dann wird er jetzt nicht mehr unten exakt fest befestigt, sondern wird hier oben befestigt, richtig schön stabil, dass er runtergezogen wird. Und hier unten, das ist dann wieder mit einem Klett gemacht, dass das eben halt, wenn eine Welle einsteigt, die Welle das wegdrücken kann und das dann von alleine aufgeht. Cool. Das macht dir schon mal einen sehr schicken Eindruck hier. Was hast du jetzt noch gemacht, damit die Sonne nicht diese gerade oben, die ja das Ganze zerstört? Ja, das oben zerstören, das ist jetzt, dass das hier einfach ist. Es ist doppelt genommen und dann doppelt vernäht. Und hier kommt dann nochmal ein Rohr rein, dass das nicht ganz so dünn ist. Das schiebe ich dann nachher rein und dann hängt das Ganze dann so in einem Rohr. Und der Stoff selber ist UV-beständig und von daher sollte das ein bisschen länger halten und funktionieren, vor allem auch stabiler sein. Und unten? Das ist, oder an den Seiten, das ist ja auch alles zerrissen durch die Sonne, das Klettband. Ja, das Klettband geht gar nicht. Klettband bei direkter UV-Bestrahlung ist das Klettband, also nach 2 Jahren kannst du das auch so wie Papier zerreißen. Wenn es ein bisschen belastet wird, zerreißt es. Klettband muss geschützt werden und ich habe auch hier wieder Klett verwendet. Allerdings habe ich dann Klett diesmal durch einen Gurtband geschützt. Habe das Klett auf ein Gurtband genäht und man spart dadurch natürlich auch Klett und hat dann so eben einen Klettverschluss am Gurtband und ich hoffe, dass das da ein bisschen länger hält. Und hier dann richtig, wenn dann eine Welle kommt und belastet hier richtig, dann zack, geht das so auf. Dann zerreißt nicht der Stoff. Hoffe ich. Da ist das Rohr jetzt rüber geschoben und jetzt schieben wir das dann mal drüber. Andere Seite. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Das geht natürlich auf jeden Fall besser drüber wie das vorherige. Irgendwann, irgendwie. Habe ich mir das so vorgestellt. Ui, macht schon mal einen anderen Eindruck. Noch nicht schön aufgeräumt, aber es hängt. Ja, es hängt. Es ist zwar noch nicht an den Seiten abgebunden nach unten, aber es hängt soweit und ist auch mit dem Klettschlauch fest. Also man kann das jetzt schon nutzen. Das Abbinden mache ich jetzt nicht, das mache ich später, weil ich gleich wieder loslegen muss. Jetzt habe ich aber noch die alten Sachen. Ja, es sieht ja alles optisch, sieht das ja noch ganz gut aus, aber das ist dann hier so, kann man das alles so, wenn man das will, so zerreißen. Das ist noch nicht mal ein Kraftaufwand oder auch hier unten. Ja, das ist wie Papier. Sehr. Da wo die Sonne drauf gebrezelt ist, was super hält, was ich jetzt auch damit ausprobiert habe, nur ein bisschen hart wird, das ist Gurtband und zwar Gurtband Autositz Sicherheitsgurt ähnlich. Das habe ich mal gekauft und also das hängt die 3,5 Jahre auch in der prallen Sonne. Das musste ich mit dem Messer zerschneiden, das ist definitiv UV-beständig, also das kann ich jetzt so sagen. Ja und dann eben halt Klettband, das sieht dann auch so aus, dass das dann eben halt, irgendwo habe ich noch was halbwegs Gescheites da. Das ist dann so porös und dann macht man dann so und dann ist auch das kaputt. Das ist eben halt die Sonne. Die Sonne und das Salzwasser. Das war's mit den Taschen. Nach mehr als 30 Tagen in den schönsten Ankerbuchten der See, unzähligen Hikes, dem abgeschiedenen Leben inmitten der Natur, ganz ohne Internet, segelten wir am 7. Juni von der Isla San Marcos nach Santa Rosalia. Das ist ja Wahnsinn. Guck dir den Schwarm an. Alles Delfine, alles Tümmler. Wumm! Die wühlen das Wasser so auf, dass alles hier am Schaukeln ist. Wenn eine, guck mal, der ist an hier.
Nicht unbedingt nach hinten. Nicht unbedingt nach hinten. Generalinspektor hat mich schon wieder gebrieft, wo ich wieder lang zu fahren habe. Aber gut, das ist in Ordnung. So, und, ja, das hat der Navigator so als Aufgabe. Er informiert sich vorher, informiert den Kapitän dann, wo es lang geht oder was zu beachten gilt oder nicht. Seht ihr das irgendwie anders? Ich weiß, es ist immer wieder die gleiche Diskussion bei uns an Bord. Ah ja, alles gut so. Passt. Wir fahren jetzt seit langem mal wieder in der Marina und zwar seit Januar, um genau zu sein. Wir haben jetzt Juni. Wir gucken mal, ob wir es noch können. Wir haben alles vorbereitet, Leinenfender, wunderbar. Ich habe die Marina angefunkt, die haben uns geantwortet, total nett. Heute dürfen wir am Fuel Dock festmachen und morgen kriegen wir dann einen anderen Platz scheinbar. Aber wir haben immer Platz, das ist cool. Ich freue mich auf die Stadt, da es wirklich eine Arbeiterstadt ist und sehr interessante Sehenswürdigkeiten zu sehen gibt. Also wirklich, erzählen wir euch später und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, das ist alles okay so. Jetzt fahren wir da erstmal rein und gucken mal zu, dass wir da vernünftig festmachen und dann passt das jetzt. Santa Rosalia ist eine kleine Stadt im zentralen Teil der Baja California, am Golf von Kalifornien. Das große Hafenbecken bietet den zahlreichen Pangas guten Schutz. Und auch für uns wäre es möglich, direkt im Hafenbecken zu ankern. Da wir das Glück hatten, einen Platz in der günstigen Fonaturmarina zu ergattern, gönnten wir uns diesen Luxus für ein paar Nächte. Schifferteun. Das ist eine Wissenschaft für sich, sogar für 2-3 Tage. Ja, anders geht das nicht. Ich weiß ja nicht, was kommt. Und hier ist gar kein Platz, dass er hin und her springen kann. Da hinten kann sonst das Solarfeld aufschlagen. Da können wir das andere Schiff rammen. Also muss das vernünftig gemacht werden. Echt eng hier, gell? Also wir sind ja jetzt hier in Santa Rosalia und haben eine richtige To-Do-Liste. Erstes To-Do ist schon erfüllt, die Gasflasche ist wieder voll. Ja, innerhalb von wenigen Minuten war dann die Gasflasche wieder voll. Kein Theater mit irgendwelchen Sicherheitsdingern oder sonst was, sondern einfach füllen und fertig. Ja, das funktioniert. Wichtig ist, dass man eben halt amerikanische Adapter mit hat. Und wir füllen immer noch unsere deutsche Flasche. Bis jetzt haben wir sie fast immer gefüllt bekommen. Und wenn, dann mussten wir eben einfach einen Ort weiter und dann ging das dann plötzlich. Also keine Probleme, selbst mit der deutschen Flasche um die Welt zu reisen. Adapter mit dabei und es funktioniert. Ja, wir sind hier an interessanten alten Industriegeländen vorbeigekommen. Und die Stadt selber ist super interessant, da nehmen wir euch später oder morgen noch mit hin. Punkt Nummer 2 der Liste. Die Waschmaschine war schon fertig, als wir wieder da waren. Wir haben jetzt hier seit langem mal wieder selber Wäsche gewaschen, sonst haben wir es hier eigentlich immer weggebracht. Ja, jetzt ist die Wäsche von da in den Trockner gelandet. Ist sehr spannend, gell? Und ich hoffe, die Wäsche überlebt, weil wir sie auf hoch eingestellt haben und es sind schon auch heikle Sachen dabei. Aber man wird ja da mit der Zeit eher ein bisschen. In anderen Ländern wurde kalt gewaschen, da hatten sie kein heißes Wasser. Ja, passt schon. Jetzt wird noch ein bisschen Diesel geholt. Also einfach super toll. Es ist also von der Versorgungslage her, es ist alles um die Ecke. Du kannst es erlaufen, du kannst da vorne ist die Tankstelle. Wir sind noch auf dem Marinegelände, da vorne ist die Tankstelle. Und Gas war auch nicht so weit. Und also das ist schon vom Versorgen her, ist das eine tolle Station hier. Das Flair der kleinen Stadt Santa Rosalia ist ein ganz besonderes. An jeder Ecke entdecken wir Spuren aus der Zeit, in der das französische Unternehmen, die Compagnie du Buleo, ihr Bergbaugeschichte geschrieben hat. Ende des 19. Jahrhunderts wurden in der Gegend Kupfererze entdeckt und 1885 erhielt ein französisches Unternehmen die Konzession, das Mineral hier abzubauen. Die Compagnie du Buleo wurde gegründet und damit auch die kleine Stadt Santa Rosalia.
tires. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. 1954 schloss das französische Unternehmen den Betrieb. Was bleibt, ist der interessante Spaziergang durch die Bergbaugeschichte. In diversen Ausstellungsräumen über die Stadt verteilt, finden wir altes Bildmaterial, das einen Einblick in das damalige Leben und die harte Arbeit der Bergleute zeigt. Auch der Bau und die Bedeutung der 38 Kilometer langen Eisenbahnstrecke, über die das Kupfer von der Mine zur Hütte und anschließend zum Hafen transportiert wurde, ist überall präsent. Aber wir hatten gerade echt Glück, wir standen vor dieser alten oder Aufbereitungsanlage hier in Santa Rosalia und wurden von José angesprochen, der uns dann auch prompt, weil wir Interesse gezeigt und die ganze Anlage gezeigt hat. Er hat sich voll Zeit genommen und uns erläutert dazu. Richtig gut. Und jetzt wissen wir auch, dass heutzutage gar kein Kupfer mehr produziert wird, sondern Kobalt. Abgebaut wird, ja. Die gewaltige Metallkonstruktion am Hafen diente der Compagnie du Buleo mehr als 60 Jahre zur Kupfergewinnung. Hier kam das in den Bergwerken abgebaute Kupfererz an und José erklärte uns, wie damals daraus Rohkupfer erzeugt wurde. Eine wahnsinnig eindrückliche Anlage. Auch heute ist Santa Rosalia wieder eine lebendige Arbeiterstadt. Ein Konsortium aus koreanischen und kanadischen Firmen, Baja Mining, hat die Minen 2010 erneut eröffnet und heute wird in der Gegend rund Santa Rosalia nicht nur Kupfer, sondern auch Kobalt, Zink und Mangan abgebaut. Der Ort selber hat sein französisches Flair jedoch behalten. Und übrigens ist ein ganz berühmter Vertreter Frankreichs hier auch zu finden. Von Santa Rosalia. Und es ist eigentlich total spannend. Es ist eine kleine Kirche. Und diese kleine Kirche ist so speziell, weil sie erstens aus Metall gebaut ist. Wurde von Gustave Eiffel konstruiert, 1800 irgendwann. Und das Spannende ist, dass sie damals eben hier von der Minengesellschaft oder von einem der Mitarbeiter in Belgien ersteigert wurde. Und sie wurde dann auseinandergebaut, in Einzelteile verpackt und wirklich über die Ozeane hierher verschifft und hier in Santa Rosalia wieder aufgebaut. Und seitdem steht diese kleine Kirche hier. Später haben sich die Franzosen und die Belgier und wer auch immer die versteigert hat, natürlich tierisch geärgert, weil diese Kirche extrem viel wert wurde sozusagen. Einfach mit dem, seit Gustave Eiffel, der dann mit dem Eiffelturm so berühmt wurde, hat die Kirche natürlich auch entsprechend Bedeutung gewonnen, noch mehr Bedeutung. Das ist total speziell, weil sie eben wirklich aus diesen einzelnen Metallplatten zusammengesetzt ist. Auch das Glasfenster. Schön, Glasmosaikfenster. Richtig cool. Nach einigen Tagen in dieser kleinen französisch-mexikanischen Stadt ruft die See. Wir wollen wieder raus, vor Anker. Wir segeln weiter gen Nord, holen endlich unser Tauchequipment aus den Tiefen des Schiffes hervor und müssen erfahren, wie es ist, wenn man plötzlich von hunderten Bienen an Bord belagert wird. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und bis zur kommenden Episode.